Moin Leute, ab den 11. November 2022 wird auf Netflix der österreichische Spielfilm, nämlich namens Was ihr wollt, mit Elias Mbarek und Lawina Wilson in den Hauptrollen starten. Ein Drama, ob das wirklich so gut ist, das erfahrt ihr nämlich jetzt hier heute im Nerdtrack. Alice und Niklas sind glücklich. Es fehlt ihnen an nichts, außer einem Kind. Nach etlichen gescheiten In-Vitros fahren sie auf Urlaub nach Sardinien, um ihren Kinderwunsch hinter sich zu lassen. Genau dort allerdings kommt es alles hoch, was sie bisher versucht haben zu verdrängen. Eine gut gelaunte Tiroler Familie zieht direkt ins Nachbarhaus und scheint all das zu haben, was ihnen fehlt im Leben. Was wir wollten, ist ein österreichisches Drama von Ulrike Koffler aus dem Jahre 2020. In den Hauptrollen haben wir auf jeden Fall Elias Mbarek und natürlich Lawina Wilson. Das Drehbuch hat auch Ulrike Koffler mit der Sandra Bohle unter der Mitwirkung von Marie Kreuzer erstellt. Ne? Aber das entspricht der Kurzgeschichte, nämlich von Peter Stamm, Der Lauf der Dinge. Dieser Film geht 93 Minuten, ist ein österreichisches Drama und dreht sich halt um die Kinderlosigkeit. Ja, das kann man kurz und knackig sagen. Was wir wollten ist eine Co-Produktion vom ORF oder ORF. So, und da habe ich nämlich auch nochmal nachgelesen, dass nach Freud haben sie 3 neue Sachen bestellt, weil Freud wohl so gut ankam auf Netflix und dieser Film eigentlich auf jeden Fall ins Kino kommen sollte in Österreich. Leider durch Covid-19, wisst ihr ja, geht es natürlich nicht. Deswegen wurde er auf Netflix auf am 11. November 2022 geplant und wird dann auch dann starten. Und ich habe den vorab gesehen und werde euch nämlich jetzt sagen, wie er mir gefallen hat in verschiedenen Kritikpunkten. Beginnen wir erstmal mit den ersten Kritikpunkten und das ist meiner Meinung nach für erstmal wichtig, die Story. Die Story kann sie überzeugen bei diesem schwierigen Thema, was wirklich viele Leute natürlich auch betreffen kann. Als Beziehung, als Paar möchte man vielleicht irgendwann mal Kinder haben und ja, wie setzt man sowas um? Man muss vorweg erstmal sagen, dass die Ulrike Koffler, das ist ihr Regiedebüt, sie hat nur so kleinere Produktionen vorher gemacht und man merkt eigentlich, dass sie auf jeden Fall Ahnung hat und auch wirklich auch von diesem Fach ist, weil sie war vorher Cutterin und hat noch andere Dinge gemacht, das habe ich bis nachgelesen bei imdb.com und wir merken auf jeden Fall, dass die Story an sich um die beiden Figuren, um Alice und um Niklas, sehr gut beginnt. Also es wird kurz erklärt, was passiert ist, dass es halt erstmal zweckslos ist, überhaupt diese Befruchtung zu machen und sie erstmal eine Auszeit bekommen müssten. Man wird dann natürlich mit verschiedenen Sachen konfrontiert und es ist wirklich so, wo man sagen muss, ja, ich kann mir das wirklich schwierig vorstellen, den Punkt, wenn man das gerne haben möchte. Und diese Story zeigt einfach auch die Entwicklung, dass es so ein bisschen eine Beziehungsstudie ist über Kinderlosigkeit. Man sieht auf jeden Fall, dass man damit irgendwann vielleicht klarkommen muss, aber dieser Film bespickt auf jeden Fall, vollgespickt mit vielen Story-Elementen, sei es jetzt wirklich, dass man über die Lebensplanung da erstmal vernünftig reden möchte, dass natürlich die Beziehung darunter leidet und dass natürlich auch Wut und Trauer vielleicht entsteht und dass man viel verarbeiten muss. Und das beweist der Film auf jeden Fall in der ersten halben Stunde. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so ein bisschen von der Spannung her und von der Dramatik vielleicht manchmal so ein bisschen hochgestiegen und man hat einfach so ein bisschen zu viele, ja, stille Pausen gemacht. Und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, so nach 45 Minuten, ja, der läuft schon ein bisschen länger als eine Stunde, aber das war dann doch vielleicht nur 45 Minuten. Und da habe ich gemerkt, okay, man verrennt sich so ein bisschen in die Story. Aber es werden trotzdem sehr gute Sachen angesprochen. Und da muss man aber auch wieder sagen, dass bis zum Ende her hat man sich so ein bisschen vielleicht zu viel verzettelt und wollte zu viel oder man wusste gar nicht so richtig, wie möchte man jetzt zum Ende kommen und das den Zuschauer richtig erklären. Also ich weiß schon, was sie erklären wollte, die Ulrike Koffler und die Sandra Bohle, aber es war am Schluss ein bisschen zu schnell erzählt und das hat ja mir den Film nicht ganz kaputt gemacht, aber ich fand es sehr schade, weil er ist stark begonnen und hat dann so ein bisschen ab dem Mittelteil geschwächelt. Kommen wir zur Kamera und auf jeden Fall ja den Schnitten an sich und so weiter, den Color Grading. Da muss ich sagen, das ist wirklich eine sehr gute Produktion. Man sieht auf jeden Fall, dass sie hochwertig ist. Ich weiß nicht jetzt, was das jetzt für ein Budget auf jeden Fall war. Aber Elias Mbarek ist bestimmt auch nicht billig als deutscher Schauspieler.
Und Lawine Wilson hat ja auch einen Namen. So, und das von der Kamera her, man sieht immer schön manchmal Close-Up-Aufnahmen und natürlich auch so eben kurze Momente, wo man rüberschwenkt. Dann natürlich dann eben kurz, dass man die Sachen einnimmt. Diese Dramatik ist da, auf jeden Fall nimmt man das als Zuschauer wahr. Und wenn man natürlich auch die junge Familie sieht, die dann gegenüber wohnt, das manchmal dieses Zusammenspiel, das passt auf jeden Fall, das haben sie gut zusammengeschnitten, auch als mit der Kamera halt gut aufgenommen. Und das hat mir auch wirklich auf jeden Fall gut gefallen. Auch der Ton und das Bild generell war wirklich hochwertig. Die Locations sind ja, man hat einmal seit in Wien gedreht und man hat natürlich auch in Sardinien gedreht. Das war wirklich in Italien. Man merkt es auf jeden Fall, für die Story an sich ist es wirklich in Ordnung. Und ja, man hätte jetzt nicht andere Sachen nehmen können. Also es war wirklich okay. Was man als Zuschauer erfährt, warum sie in Sardinien hin wollten. Und das hat auch wirklich Sinn gemacht am Schluss. Konnten mich die Schauspieler überzeugen? Teilweise. Ich muss sagen, teilweise konnten sie mich überzeugen in diesem Drama. Wir beginnen erstmal mit der Lawine Wilson. Sie spielt ja die Alice. Und die Alice, muss ich sagen, also sie verkörpert auf jeden Fall, glaube ich, den tragischen Part überhaupt. So als Frau muss man klarkommen, man möchte Kinder haben. Und dieses Versagen, dass man keine Kinder bekommen kann, das bringt sie wirklich sehr gut rüber. Sie spielt auf jeden Fall diese emotionale Krise, diese Frustration und die Wut perfekt eigentlich teilweise. Also auch diese, dass man so ein bisschen pathisch ist, dass man auf jeden Fall mit diesem Verlust, dieses vielleicht kein Kind zu bekommen, klarkommen muss. Und das beweist sie auf jeden Fall, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Und das bringt sie einfach auf den Punkt. Kommen wir aber zu Elias Sambarek. Da muss ich ganz ehrlich sagen, er hat auch seine Momente, die gut sind. Aber manches Mal kommt es mir so vor, wenn er nicht so richtig Lust gehabt hätte oder was weiß ich. Also er ist mir manchmal nicht zu energisch genug. Und er hat auch seine Momente, wenn die Wut ausbricht. Und vielleicht soll es einfach auch den Mann ein bisschen anders darstellen. Da sieht man das auch manchmal so ein bisschen, die Veränderung in der Paarbeziehung. Und natürlich um Sexualleben, das beweist er so ein bisschen. Und das spielt er auch sehr mal in diesen Momenten, in diesen Szenen, sehr auf jeden Fall, hat auf jeden Fall ein gutes Schauspiel. Aber ich hätte von Elias Sambarek ein bisschen mehr erhofft, nach der Falcolini oder natürlich das bescheuerte Herz. Da kenne ich eigentlich so ein bisschen bessere Szenen, bessere Schauspiele von ihm. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die anderen Schauspieler machen eine ganz gute, solide Leistung. Da kann man auf jeden Fall da nochmal das in einen Haken setzen und sagen, das geht alles in Ordnung. Wenn auch der Film wirklich stark beginnt, hat er am Schluss wirklich seine Krisen. Und da muss man einfach sagen, das war dann ein bisschen zu wenig gewesen. Wenn das Schauspiel auch, sagen wir mal, bisher wirklich solide ist, auch die Kamera mich überzeugen konnte, bleibt es einfach ein doch schon, sagen wir mal, guter Netflix-Film, der aber wirklich am Schluss ein bisschen zäh wurde und sich ein bisschen verzettelt hat. Das muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Vielleicht seid ihr da andere Meinung, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Für mich kriegt, was wir wollten, eine 6,5 von 10. Man kann sich den auf jeden Fall angucken und ist vielleicht auch einer der besseren Netflix-Filme. Und ich finde auch, das ist kein schlechtes Thema. Das habe ich bisher auch gar nicht so auf großen Leinwand gesehen oder jetzt im Heimkino. Ja, was wir wollten, startet ab 11. November 2020 auf Netflix. Und ich würde sagen, Leute, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier und bis dann und schau und bam!